2. Grundsätzlich welche Standpunkte erfundene Rollen zu Beginn der Recherche. Dieses Kapitel zeigt die Positionen der ergänzenden erfundenen Rollen zu Beginn der Recherche. Diese Positionen könnten sich im Verlauf der Arbeit ändern. Mögliche Konflikte während der Arbeit könnten dazu beitragen. Diese Kunstfiguren sind Steel Cage Burning, das rote Luder Chantal, die empörte Claudia, Märchentrude und Professor Hasenbein. Steel Cage Burning ist ein sehr verwirrter und seelisch kranker Mensch. Er kifft aber gerne. Das ist sein liebstes Hobby. Außerdem ist er großer Fan von Eros Ramazzotti. Damit ist jedoch nicht das Getränk gemeint. Er träumt von seiner eigenen Sendung. Jedoch traut er sich nicht, öffentlich zu sprechen. Er möchte gerne im Hintergrund bleiben. Wenn er mal eine eigene Sendung bekäme, sollte diese Kalle Show heißen. Wobei Kalle für kein Assi lebt lange einsam stehen soll. Ich versuche gerne, ihm seine Wünsche und Träume über Umwege zu erfüllen. Deshalb spreche ich unter anderem seine Rollen und Interviews selbst. Außerdem sucht er nach dem richtigen Partner, traut sich aber nicht zu seinem Outen. Dennoch hält er sich gerne mitunter nackt in der Nähe von jungen Männern auf. Er träumt regelmäßig von seinem Wunschblaser Stan Harten. Diese Person besitzt im Rahmen dieser Arbeit keine Stimme. Es wird lediglich von anderen Personen darauf verwiesen, dass er etwas sagte, einen Brief schrieb oder ähnlich einwirkte. Das rote Luder Chantal ist eine der jungen Frauen, die davon leben, ihrer überwiegend männlichen Kundschaft eine schöne Liebesnacht zu bescheren. Sie lebt davon nicht schlecht. Dafür quälen sie andere Sorgen, wie der Schutz vor gefährlichen Personen und Personengruppen. Die Verletzung ihrer Ehre in der öffentlichen Wahrnehmung und die Frage, wie sie ihr Leben ab einem bestimmten Alter weiterführen wird. Bei ihrer Stimme handelt es sich um eine Computeranimation. Die empörte Claudia ist Ehefrau und Mutter mittleren Alters. Außerdem geht sie im Bereich der Altenpflege einer geregelten Arbeit nach, die sie manchmal an ihre Grenzen bringt. Ihr monatliches Arbeitsentgelt entspricht nicht dem, was sie leistet und reicht nicht für große Sprünge. Sie wünschte, sie könnte ihre Energie statt für die harte Arbeit lieber für ihre Kinder und ihren Mann investieren. Dennoch sorgt sie stets dafür, dass diese nur so weit zu kurz kommen, wie es leider nicht anders geht. Für ihre Freundinnen und Freunde ist sie in allen Belangen ein wichtiger und kompetenter Ansprechpartner und ihr soziales Engagement ist zu bewundern. Dennoch eckt sie manchmal an, weil ihr vieles zu weit geht. Sie glaubt manchmal, die ganze Welt ist verrückt geworden. Bei ihrer Stimme handelt es sich um eine Computeranimation. Die Märchentrude liest in ihrer Freizeit gerne interessierten Kindern Märchen vor. Sie ist begeisterter Leser der Werke der Gebrüder Grimm.
Auch wenn ihr nicht gefällt, dass einige Psychologen behaupten, dass diese Werke zu früherer Zeit für erwachsene Menschen geschrieben wurden, die diese als zeitgenössische Pornografie verstanden. Sie glaubt lieber daran, dass diese Märchen völlig harmlos und für Kinder geschrieben sind. Sie taucht gerne in diese Welten ein und fühlt sich darin geborgen. Sie träumt davon, selbst mal ein gefragtes Märchenbuch zu verfassen. Sie liebt die Harmonie und den Frieden. Sie versucht immer, alle Streitigkeiten so schnell wie möglich zu lösen. Einer geregelten Arbeit geht sie nicht mehr nach. Sie ist schon längst in Rente und leider verwitwet. Bei ihrer Stimme handelt es sich um eine Computeranimation. Professor Hasenbein ist ein kompetenter Professor, der die überwiegende Zeit mit Lesen fremder wissenschaftlicher Arbeiten verbringt. Für seine Studenten hat er immer ein offenes Ohr. Er wird an seinem Lehrstuhl wie an der gesamten Universität sehr geschätzt. Was er zu Papier bringt, ist in der Regel ausgezeichnet recherchiert. Und sein Arbeitselan ist äußerst beeindruckend. Daher sind andere Professoren fast schon ein wenig neidisch auf ihn, auch wenn sie seine Leistungen sehr hoch anerkennen und er stets sehr gewürdigt wird. Die Stimme dieser Kunstfigur wird vom Verfasser der Arbeit selbst, also von mir, Carsten Todd, gesprochen. Und zusätzlich technisch verändert. Alle Kunstfiguren dieser Arbeit sind bereits in einer Art Einstiegsgespräch zu hören. Dieses Gespräch ist auch im Anhang der Gespräche zwischen Kunstfiguren aufgeführt. Hier findet man es als Unterpunkt 1 Einstiegsgespräch zwischen den Kunstfiguren. Mir liegt ein Schreiben von diesem Steel Cage Burning vor. Er beschwert sich darüber, dass diese Arbeit überhaupt geschrieben wurde und gesendet wird. Er möchte sämtliche Stellen, die alleine gestellt ungünstig klingen, zusammenhanglos der Polizei und vielen anderen Stellen melden. Mit dem Ziel, dass wichtige Stellen dies ungeprüft und durch Hörensagen bearbeiten und uns größtmöglichen Schaden zufügen. Ach, Professor, gut, dass Sie uns über diesen Brief informieren. Wir kennen ja seine Briefe zur Genüge. Ich glaube, er braucht einfach mal etwas Spaß. Schicken Sie ihn doch einfach mal zu mir. Das geht jetzt wirklich zu weit. Nicht alles lässt sich durch deine Dienste lösen, Chantal. Claudia. Chantal. Jetzt hört bitte auf, euch zu streiten. Wir sind doch aus einem anderen Grund hier. Sowas ist natürlich sehr übel, aber wir sollten uns nicht davon beirren lassen. Chantal, Claudia, Märchentrude, lasst uns unsere Arbeit fortsetzen.